Ja, willkommen zurück. Ich bin auf dem Weg zu dem Camp. Bin aber gleich in das nächste Camp hier sozusagen reingestratzt. Ich überlege auch, ob ich das jetzt groß mitmache oder ob ich das umgehe. Boss, the target's made it to his destination. He's inside an enemy outpost. That leaves us no choice but to eliminate him in the outpost. And it won't be easy. Bis auf den Typen ist hier nicht viel los. Ist natürlich die Frage, ob sich der Aufwand dann wirklich lohnt, da reinzugehen. Nee, lass ich erstmal. Ohne dass ich da groß irgendwie die anderen da in Mitleidenschaft ziehen muss. Was hat der für Fähigkeiten? Ja, okay, kann man machen. Ne? Diese künstliche Intelligenz. He's coming too. Roger that. Sehr gut. Ich glaube, das haben wir geschafft. Okay, ich werde das Camp jetzt auch spielen, ne? You'll find the targets there. The security forces must know something about the targets. Why not try getting them to talk? Stimmt natürlich, das Lager hier ist voll. Voll von Feinden. Ich werde mit den Typen jetzt quatschen und dann mal ein bisschen ausfragen, was da los ist.
ich werde mir jetzt Quiet holen, die in den Angriffsmodus wechselt. Ich muss mal kurz den Fernseher umstellen. Boah, die sind alle nicht mehr markiert jetzt. Das ist natürlich straff. Scheint zumindest im Alarmbereitschaft zu sein. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Feines? Vielleicht zwei hier, voll frei. Das hat sich ergeben, das ist gut. Wo ist er denn? Wo ist er? Unser Kunde ist hier, aber wo?
wissen die wirklich nichts? Oh, die Kunde ist hier. Ui. So viel habe ich auch schon rausgefunden, Mann. The target's getting away. Okay. Geschafft.
actually break a sweat next time, huh? Ja, was will man mehr, ne? Gut, den S-Rang, aber ich bin auch kein Specialist. Cool. Bin ich mal gespannt, wie die Story weitergeht. Our trafficker was very talkative. Guinea pigs. That's what became of his kidnapped victims. Says he got a good look at that factory in Zoya Badiabulu when he dropped off some fresh guinea pigs for them. Along with our man without a face. His instincts told him to run like the rat he is. Said it wasn't worth the money. Figured he could be next. That's when he went to the NGO for help. He thought that in exchange for his buyer's list, they could set him up with a new identity someplace far away. He had an idea who he was up against, and he didn't want to take any chances. A true rat. But like us dogs, he knew when he smelled trouble. And something else, he said the specimens come from deep in the forest. We don't know what he meant by specimens just yet, but those guinea pig symptoms match what we've seen on the infected at Mother Base. Deep in the forest. Maybe there's the clue we need to beat this infection. Boss, the truth could be right around the corner. Mhm. Yeah. Habe ich aber ganz gut abgesahnt jetzt mit den Typen hier. Die kann ich echt gut gebrauchen. Abgesehen davon, dass ich ja noch nicht weiß, was auf der Mother Base überhaupt los ist mit dieser scheiß Krankheit. Boah, wie viele habe ich denn da geholt? Okidoki. Das heißt aber, dass ich nochmal alle, die jetzt Kikongo sprechen, auch in die Quarantäne schicken werde, wenn sich das auszahlt. Mal gucken. Das geht ja jetzt hier ruckzuck. Cool, ich krieg jetzt einen Panzer. Panzer. Übsch, übsch. Auf zur Personalverwaltung.
Okay, die werde ich jetzt alle durchgehen, aber dafür werde ich mir ein bisschen Zeit nehmen und dann sehen wir uns wieder.